So, verehrtes Publikum, herzlich willkommen. Wir spielen heute am Ostermontag, by the way, an alle nochmal frohe Ostern, die gestern nicht zugeguckt haben. Wir spielen heute etwas sehr, biblisches, passend zum höchsten kirchlichen Fest. Wir spielen Noah's Adventures. Ein Spiel, wie man an der Grafik schon sieht, etwas älter, und zwar aus dem Jahr 2004. Wäre fast schon ein Fall für den Retro-Sonntag gewesen. Okay, sie kämpfen wieder. Für alle Nicht-Bibelfesten, schaut mal genau zu. Hier kann man echt was über die Bibel lernen. Und zwar, ja, warum hat Noah die ganzen Tiere befreit? Es war im Grunde so, Gott hat gesehen, dass sich die Menschheit in einer Tour bekriegt und bekämpft und sich gegenseitig dahinmetzelt. Ist heute eigentlich nicht anders. Und da hat er gesagt, das muss alles aufhören. Er hat die Schleusen geöffnet, die Himmelsschleusen, und hat es regnen lassen. Ganz, ganz lang und ganz, ganz intensiv. Und Noah, Gott, jetzt kann ich mich blamieren, weil ich weiß es selbst nicht genau. Also Noah hat auf jeden Fall den Auftrag bekommen, die Tiere zu retten. Von allen Tieren ein Männchen und ein Weibchen, damit wenigstens das Weiterleben der Tiere gesichert ist. So, ich überspringe das jetzt einfach mal. Ich habe es jetzt in der Schnellversion gesagt. Ich glaube nämlich, dieses Intro geht eine gefühlte halbe Stunde. Coole Musik. Das Spiel gibt es übrigens kostenlos. Und ich glaube, selbst auf den ältesten PCs sollte dieses Spiel ohne Probleme laufen, weil es eher wirklich schon so alt ist. Ja, diverse Minispiele. Wir spielen mal Verstecken. Find 10 missing creatures as soon as possible. Alles klar, 10. Find the missing kangaroo. Find the missing kangaroo. So, das ist kein Känguru, das sieht eher aus wie ein Esel. Davon ist der Weihnachtsmann. Haha. Das Känguru. So, eine Katze. Och, wie niedlich. Und ihr seht vielleicht Parallelen zu einem Spiel, das ich schon mal gespielt habe, nämlich The Zoo Race. Ja, das ist von denselben Entwicklern. Dieses Spiel hier, Noah's Adventures, war das erste Spiel der Entwickler. The Zoo Race kam dann einige Jahre später und war noch bekloppter. Also die machen auf jeden Fall immer biblische Spiele, die aber gleichzeitig total lustig sind. So. Ich kann mich erinnern, das war... Oh, wir können auch rennen. Und mit welcher Grazie? Leider hat das Spiel keine WASD-Steuerung. Wir müssen mit dem Pfeiltasten steuern. Aber wir kriegen das hin, Freunde. Wir kriegen das hin. Hi, Elefant. Das ist eine Art Camouflage-Elefant. Der hat sich gut getan. Ich habe den kaum erkannt eben. Okay. Können wir hier nicht hoch? Na also. Ich muss doch einen Känguru finden. Die Spiele sind echt extrem popelig, aber da oben ist es! Ha! Da wartet mein Freund, das Känguru. Was bist du denn für ein Kleiner? Okay, auf jeden Fall kein Känguru. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich glaube, einfach geradeaus. Da geht wahrscheinlich noch eine Treppe nach oben. Hoffe ich doch mal. Ha, oh, ein Nilpferd. Nilpferd, ja. Hoffen, dass ich mich hier nicht verplaudere und ich hier völlig falsche Tiernamen aufsage. Das ist ein roter Fuchs. Zum Glück steht's drüber. Für so Noobs wie mich genau das Richtige. Wer bist du denn? Ham. Oh, das ist der Herr Schinken. Hallo, Herr Schinken. The creature is not in here. Okay, die Kreatur ist nicht da. Kann ja auch nicht. Ich habe sie ja schon aus der Ferne auf diesen Planken gesehen. Was sagst du mir? Oh, eine Kreatur ist in diesem Level. Ach nee. Ich werde jetzt, keine Angst, nicht alle 10 Tiere finden, aber ich will wenigstens das Känguru mal einsammeln. Aber schön hier, so ein gemütliches Hotel. Nicht gerade Luxusklasse, aber für die Tiere reicht es. Gefällt mir das doch sehr gut. Hier sind sie artgerecht untergebracht zumindest. Oh Gott, das ist jetzt gefährlich. Weil die Steuerung sehr unpräzise ist. Hallo Hoppel, Kängu. Hoppel, Hoppel. So. Okay, und ja, die Tiere können auch sprechen. Okay, als nächstes muss ich ein Kamel finden. Ich kann auch H drücken für einen Hinweis. Talk to Shem, Ham and... Okay, super, ich muss wieder mit den drei Kollegen sprechen.
Ja, und so geht es dann immer weiter. Wir müssen einfach nur 10 Tiere finden. Es ist extrem langatmig, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal aus dem Spiel raus. Wenn das klappt. Es klappt. Perfekt. So, uns fliegt die Bibel um die Ohren und was haben wir denn noch? Play Animal Adventure, Play Animal Adventure in Hard. Was für viele crazy Spiele. Hey, wir können unseren eigenen Rap hier zusammenstellen. Ist das geil. So, das Creator Quiz. Click on the best answer. A, B, C or D. Oh, Leute, jetzt blamier ich mich bis auf die Knochen. Jetzt muss ich hier Tierfragen beantworten. Alles klar. Hallo, Mr. Jaguar. Das indische Wort Jaguar bedeutet A, groß, B, schnell, C, liebenswürdig oder D, ein Killer. Das indianische Wort Jaguar, ich würde mal sagen, schnell. Ein Jaguar ist ja ein Schneller. Ach so, ich muss das anklicken. Oh, falsch. Killer. Jaguar bedeutet Killer. So, die nächste Frage betrifft ein Schaf. Die Lebenserwartung eines Schafs. 8 Jahre, 13 Jahre, 20 Jahre oder 25 Jahre. Wie lange lebt denn so ein Wollknäulchen? 8 ist zu wenig. Ich sag mal 20 Jahre. 13 nur. Oh. Ich bin so schlecht. Ich kenne mich nicht aus in der Fauna. Was ist ein Wolf? Gras? Blätter? Tiere? Oder Bäume? Ja, logisch. Deer. Oh, ein Stinktier. Was? The skunk is known to spread measles, flu, rabies oder mumps? Ach so, das bedeutet, was für eine Krankheit das Tier überträgt. Flu heißt doch irgendwie Erkältung. Die mumps? Rabies. Was ist rabies? Sind das Röteln? Und Measles sind, glaube ich, die Masern. Also irgendeine Krankheit überträgt das Stinktier. Ich sag einfach mal die Measles. Das hört sich nett an. Nö. Was wäre richtig? Ich kann die Schrift kaum entziffern. Okay, eine machen wir noch. Der große Panda ist geboren ohne Ohren, ohne Nase, ohne Zähne oder blind. Der Panda, würde ich mal sagen, blind. Ja, richtig. Die Giraffe. Was wiegt eine Giraffe? 226 Kilo, 363, 453 oder 990? 453. 990, mein Gott. Glaubt man gar nicht. Okay, noch viel mehr lustige Tierfragen. Es ist total öde eigentlich, das Spiel, aber die lustigen Tieranimationen, die machen das ganz schnell wieder wett. So, wir spielen mal das Animal Adventure. Okay! Noah, find all the animals and get them in the ark. Get them in the ark, okay. Wir müssen Tiere finden und sie zur Arche bringen. Ach, wie interessant ist das denn bitte? Was ist hier? Kann ich das anklicken? Wir haben ein Inventar. Ich kann mich erinnern, das mal gespielt zu haben. Wir müssen, glaube ich, für jedes Tier irgendein besonderes Teil einsammeln, damit wir es überhaupt dazu überreden können, zur Arche zu gehen. Gar nicht so... Ja, die Tiere sind sehr widerspenstig. Aber ich stell mir vor, 2004 muss das der absolute Kracher in Sachen Grafik gewesen sein. Obwohl, ich glaube schon nicht mehr. Das ist so vom Design sehr PlayStation 1 mäßig. So, da ist das Nashorn. Auch genannt Rhinoceros. Aber die gehen halt nicht freiwillig. Ich muss irgendwas Besonderes einsammeln. Oh, da sehe ich einen... Warte mal. A Hat. Ah, ich habe einen Hut.
Und irgendeins der Tiere geht nur mit Hut in die Arche. Ja, ein Tier will ja auch hübsch aussehen. Ich weiß nicht mehr, welches Tier das war. War das das Rhinoceros? Welches Tier will einen Hut haben? Du? Nee, will er nicht. Okay, dann meckert es mich auch noch hier in... so doof an. Warte mal, Inventar. Ich kann das ja mal mit Inventar ablegen. Ah, das ist ein Honigpott. Der wird wahrscheinlich für den Bären sein. So, erstmal im Inventar ablegen. Ich glaube, das Spiel ist von irgendwelchen osteuropäischen Entwicklern. Und was haben wir denn da? Eine Melone? Eine grüne Melone, okay. Kann ich die auch nehmen? Danke. So, Honigpott, Hut und grüne Melone. Da liegt noch was. Ah, ein Hufeisen. Da wissen wir schon, wem das gehört. Dem Pferdi. Das ist aber kein Pferdi hier. Ich glaube nicht, dass... Willst du die Melone haben? Hat das eben fucking zu mir gesagt? Was ist denn das für ein Ton, dass hier die Tiere am Leibe haben? Vielleicht nimmst du den Hut? Nö. Das sind alles undankbare Mistviecher hier! Jetzt kann ich den Hut nicht mal mehr nehmen. So. Was ist das denn? Elefant. Wir hören im Hintergrund ein sehr biblisches Lied, nämlich Gloria in Excelsis Deo. Und jetzt alle. Gloria in Excelsis Deo. Das mussten wir in der Schule singen, im Religionsunterricht. Immer wieder und wieder. Es hat sich bis heute in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich bin bis heute gebrannt, Mark, davon. Grauenhaft. So, diese blöden Viecher, die nehmen nichts von dem, was ich eingesammelt habe. Das sind undankbare Mistkreaturen. Sollen sie doch ersaufen. Wollen wir da nochmal schauen. Haben wir hier noch ein paar lustige Spiele an Bord. Randall Alamo hat das Spiel kreiert, 2004. Okay. Komm, lasst mich hier vorbei, das haben wir schon gelesen. Play Introduction. Oh, es gibt's auch nochmal in Hard. Oh, das stelle ich mir sehr interessant vor. Was ist denn Introduction? Okay, das zeigen wir jetzt noch. Das muss ja ganz spannend sein. An Tag 6 erschuf Gott Noah. Er gab ihn einem langen Bart und wallendes weißes Haar. Er zog ihn an mit einem braunen Overall. Genau. Noah dachte sich, oh mein Gott. Das ist einfach nur das Intro. Das kann man doch gar nicht spielen. Warum steht hier Play Introduction? Gott, ist das komisch. Music? Können wir hier Musik hören? Oh, Jesus liebt mich. Das möchte ich hören. Ist das Karaoke? Jesus loves me. This is I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Das ist ja der Hit. Wollt ihr noch mehr davon? Ich frage euch gar nicht. Ihr müsst. Amazing Grace. Oh, das sagt mir sogar was. Disco Edit. Easy. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found.
was blind, but no, I see that this game is bullshit. Praise him, nothing but the blood. Showers of blessing. Jesus loves me war schon ein geiles Teil. Okay, nehmen wir nochmal praise him. Lobet den Herrn. Ist das das? Lobet den Herrn. Ich werde es gleich sehen und ihr auch. Praise him. Praise him. Jesus, our blessed Redeemer. Re-o-Earth. His wonderful loves proclaim. Ich glaub, ich singe völlig falsch. Okay, hat keinen Wert. Ich bin leider nicht so bibelfest. Da geht's mir wahrscheinlich wie meinen Zuschauern so. Okay. First Lord Jesus, okay. Einen geben wir uns noch. First Lord Jesus, Ruler of all nature, oh, of God. Das ist doch, ich will Gloria in Excelsis Deo, das konnte ich vorhin mitsingen, aber das ist hier gar nicht dabei. Oder heißt das im Englischen anders? Ich weiß es nicht. Wie auch immer, ein sehr biblisches Spiel, passend zum Ostermontag. Aber unterm Strich gehen wir es zu, popelig langweilig. Da war The Zoo Race schon deutlich besser, das dann ein Jahr oder ein paar Jahre später rauskam. Und das ist bereits Version 7, die ich hier spiele. Meine Fresse. Naja gut, sie hatten lang genug Zeit, um Version 7 rauszubringen. Ist ja schon 12 Jahre her. So, jetzt noch viel Spaß beim Eiersuchen, falls es noch welche gibt bei euch. Und bis zum nächsten Video. Morgen gibt es übrigens wieder Horror mit einem Spiel, das ihr euch zahlreich gewünscht habt, nämlich Monstrum um 19 Uhr. Bis dann. Ciao, ciao. Oh,